So, mein Lieben, ganz herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Ich bin Emma Pixel und heute werden wir bauen. Ich glaube, es war die liebe Shoto, Grüße gehen raus, die gesagt hat, hey, mach doch mal hier die Brücke. Das ist nämlich hier diese Übergangsbrücke zu dieser wunderschönen Insel von der Erntefeld-Provinz. Das kann man auch super schlecht lesen, ne? Erntefeld-Provinz, und sie sagte, das wirst du brauchen und mach doch mal die Nebenquest da. Dann kommen wir wenigstens schon mal über die Brücke. Ich weiß nicht, wie weit wir da wirklich kommen. Oh Gott. Mein Pferd danced. Twerk, twerk, twerk. Halt, stopp. Du kannst nicht über die Brücke reiten. Puh, gut, dass ich dich aufhalten konnte. Das hätte richtig schief gehen können. Bist du auf dem Weg in die Erntefeldprovinz? Leider ist das gerade nicht möglich. Wieso? Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Das macht mich verrückt, dass sie hier danced. Die schlechte Nachricht ist, dass die Brücke kaputt ist. Der letzte Winter hat sie vollkommen zerstört. Das Eis hat die Brücke morsch gemacht und große Teile sind herausgebrochen. Die gute Nachricht ist, dass ich hier bin, um die Brücke zu reparieren. Bald wirst du die Brücke also überqueren können. Ich bin Baumeister Donald. Wer bist du? Schön, dich kennenzulernen, Amber. Wie lange es dauern wird? Ja, also um ehrlich zu sein, kann es schon ein wenig dauern. Ich wusste nicht, dass die Brücke so hoch ist. Ich habe große Probleme mit Höhe, musst du wissen. Die Schäden der Brücke zu inspizieren fällt mir also nicht so leicht. Du kannst das machen? Wie nett von dir. Reite los und berichte mir dann, wie schwer die Schäden wirklich sind. Oh Gott sei Dank. Hat mich ja wahnsinnig gemacht gerade. Let's go. Wir reiten. Also mach das niemals nach. Wir reiten natürlich auf die morsche Brücke mit dem Pferd. Um zu schauen, wie schlimm ist es wirklich. Und wie sieht's aus? Eieiei, das scheint eine Menge Arbeit zu sein. Fehlende Bretter, Balken, die befestigt werden müssen, Fugen, die verrottet sind. Verschrottet sind, wollte ich sagen. Und dann wackelt auch noch alles. Wie soll ich das nun machen, wo ich mich noch nicht einmal auf die Brücke traue? Du willst helfen? Danke, wie nett von dir. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Wenn wir die Brücke reparieren, dann kann ich auch endlich nach Hause nach Jalaheim. Ich war seit letztem Winter nicht mehr zu Hause. Warum ich nicht die Fähre genommen habe? Ach, ich habe Angst vor Booten. Tiefe Gewässer sind auch nicht so meine Spezialität. Gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Gut, dass ich hier eine Dusche habe. Ich hätte mich nie in eine Badewanne getraut. Wow, der Typ, Alter. Jetzt wollen wir jedoch die Brücke reparieren. Gucken wir uns doch nochmal den Plan der Brücke an, dann wissen wir, wie sie gebaut wurde. Gute Idee, oder? Findest du auch? Okay, gut. Schau nach, ob du ihn in meinem Lastwagen finden kannst, Elmer. Ich weiß nicht genau, wo er ist, aber irgendwo wird er schon sein. Komm dann zu mir und wir beginnen mit der Reparatur. Alles klar. Wir schauen mal, ob er hier vorne dran klebt. Nee. Oder unterm Reifen. An der Felge vielleicht. Nichts Interessantes. Ja, hier muss er sein. An der Felge natürlich. Da bewahre ich auch immer meine wichtigen Dokumente auf. Unter der Felge. Ganz klar. Hast du den Plan gefunden? Hast du. Gut. Dann fangen wir jetzt an. Jetzt geht's los. Wie kannst du den Fortschritt der Reparatur der Brücke begutachten? Wenn der Stapel voll ist, ist die Brücke fertig. Viel Erfolg. Dann schauen wir uns diesen Plan mal an. Was glaubst du, Emma, wann sollen wir anfangen? Womit wahrscheinlich, hat er gefragt. Mit dem Brückenboden? Ja, das hört sich gut an. Wenn es keinen Boden gibt, kann man auch nicht in die Erntefeldprovinz gelangen. Okay, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass ich die Bretter vergessen habe oder eigentlich. Habe ich sie nicht vergessen, aber sie lagen so hoch oben im Regal, dass ich mich nicht auf die Leiter getraut habe. Wie verdient er sein Geld? Die gute Nachricht ist, dass ich alle Maschinen habe, um eigene Bretter herzustellen. Gut, oder? Sie standen im Lager auf dem Boden, also habe ich sie einfach genommen. Sägemaschine, Hobelmaschine und Imprägniermaschine. Alles im Lastwagen. Sie sind noch nicht montiert. Nimm diese Werkzeugkiste und montiere die Maschinen. Komm dann zu mir zurück. Also irgendwie müsste ich ja sein Geld bekommen. Also ich bekomme ja auch Geld dafür, aber trotzdem, du weißt schon, was ich meine.
So montiere ich auch immer mit einem Hammerschlag. Bäm. IKEA-Möbel aufgebaut. Alles klar. Let's go, Hani. Er hat auch hier so ultimativ in der letzten Kackecke sein Baugerüst aufgestellt, ne? Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, ne? Bin ich ganz ehrlich. Gut gemacht, Emra. Jetzt sind die Maschinen fertig und wir können Bretter für die Brücke machen. Ja, dann let's go. Gut, dann können wir ja jetzt anfangen, Emra. Ich kann schon fast den Duft von Jalasheim Hafen riechen. Auf zur Arbeit. Jetzt brauchen wir nur noch Baumstämme, aus denen wir Bretter machen können. Wo ich Baumstämme habe? Ich glaube, die habe ich vergessen. Was auch sonst. Weißt du, wo es hier in der Nähe gut Baumstämme gibt, Emra? Beim verlassenen Garten, der auf dem Weg nach Morland liegt, gibt es solche Baumstämme? Hört sich gut an. Aber sie müssen auch von guter Qualität sein. Hol mir also einen Stamm, damit ich ihn inspizieren kann. Anstatt dass er selber geht. Aber das tut er nicht, denn ich werde dafür bezahlt und er nicht. Let's go. Wisst ihr, ich habe sogar mein Abendessen kurz verschoben, um damit ich noch diese eine Folge drehen kann. Damit ich ein bisschen was liefern kann hier. Oh, upsa. Ah, das ist ja ein süßer Baumstamm. Die anderen sind nur 30 mal so groß gefühlt. Dieser Stamm sieht sehr gut aus. Lass mich ihn etwas genauer inspizieren. Daraus wird man gut Bretter machen können. Genau den brauche ich. Die Handbremse meines LKWs ist ganz schlecht, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn ich den vor die Räder meines Wagen lege, dann kann er nicht einfach wegrollen. Wie auch immer. Gut gemacht. Fantastisch. Heißt, ich hätte eigentlich schon lange tot sein können. Vom Bau zum Brett. Die Reparaturen gehen weiter. Dann wollen wir mal Bretter für die Brücke herstellen, Ambra. Lass dich nicht vom Vorgang erschüttern. Du wirst das ganz toll machen. Zuerst brauchst du den Stamm, also hole einen bei der verlassenen Farm. Danach kannst du die Maschine dazu benutzen, Bretter herzustellen. Du musst die Maschine in der richtigen Reihenfolge benutzen. Zuerst die Sägemaschine, dann die Hobelmaschine und dann die Imprägniermaschine. Verstehst du? Gut, viel Glück. Wende dich an mich, wenn du noch Fragen haben solltest. Guti, guti. Das machen wir. Wir holen uns also ein Brett und dann machen wir das hier so nach und nach. Ihr wisst schon. Für das Bretterschleppen wäre auch eigentlich der Percheron wieder gut, ne? Meine kleine Percheron-Stute. Die Eisjuwel. Die liebe ich auch wirklich echt. Ich habe die Rasse ja vorher schon immer sehr geliebt. Aber da, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man hat ja dann eine besondere Bindung dazu den Pferden, oder? Es ist ja einfach nur, ja, jemand, der das nicht spielt, dieses Spiel, der wird diese Verbindung, die du dazu fühlst, dann auch niemals erfahren. Das ist was ganz Eigenes. Was total Eigenes. Und du hast auch zu jedem Pferd eine andere Bindung. Genauso wie im echten Leben wahrscheinlich. So, wir machen jetzt gefährliche Sachen. Kinder, macht das nicht nach, ne? Jo. Das ist spektakulär gewesen. Sagt sie auch, sie nickt. Alles klar, wir nehmen. Ich glaube, das ist dann jetzt hier die Nummer 2. Meine Katze sitzt da auf dem Tisch. No way. Oh, Leute. Ich kann nicht mehr. Oh, so eine süße Maus, die. Die läuft auch so geschmeidig, ne? So super süß. Das war eine so gute Investition. War lecker. Wir wollen jetzt nicht darüber reden, wie das ausschaut. Sehr schön. Wir holen auch schnell unser Pferd wieder und dann haben wir irgendwie nur 4 Bretter anstatt 5. Das finde ich komisch. Wir reden mal mit dem Donald. Lass mich mal eins der Bretter sehen, Ambra. Dieses Brett sieht ausgezeichnet aus. Du kannst wirklich gut mit diesen Maschinen umgehen. Jetzt brauchen die Maschinen für den Rest des Tages eine Auszeit. Sie sind alt und verrostet, dass ich sie jetzt etwas schonen möchte, damit sie nicht ganz kaputt gehen. Wenn du nicht bis morgen warten willst, kannst du zu Billy Bulldozer gehen. Folge der Straße dem Hügel hinauf, dann findest du ihn. Er verkauft behandelte Bretter.
Aber das ist mir viel zu teuer. Mit den behandelten Brettern kannst du die Brücke reparieren. Such dir nur die passende Stelle der Brücke dafür aus. Bis dann. Okay, also man kann tatsächlich diese Bretter auch kaufen. Ah, wir wissen aber nicht, wie teuer sowas ist, ne? Und wie viele wir brauchen, wissen wir auch nicht. Hier kannst du die Brücke reparieren, wenn du die passenden Materialien in deinem Rucksack hast. Die Materialien erhältst du als Belohnung für das Abschließen täglicher Aufgaben. Wenn du deinen Aufträgen für den Tag schon abgeschlossen hast, musst du bis morgen warten. Wenn du nicht bis morgen warten willst, kann. Ja, okay, es ist das Gleiche. Okay, dann kann ich. Achso, ich muss absteigen. Dann reparieren wir das mal. Okay, also ich habe jetzt hier die Sachen reingebaut und dann stand da, Donald hat einen neuen Auftrag für dich. Mal gucken, was er jetzt möchte. Oder was er jetzt für uns hat. Du hast also schon Bretter ausgelegt. Das ist super. Dann können wir jetzt mit den nächsten Schritten weitermachen. Wir müssen zusehen, dass die Balken, die die Brücke oben hält, auch ordentlich befestigt sind. Dafür brauchen wir massenhaft Nägel. Die gute Nachricht ist, dass es massenhaft Nägel auf der Ladefläche meines LKWs hatte. Die schlechte Nachricht ist, dass sie heruntergefallen sind, weil der Boden so uneben war. Ich glaube, wir können die Nägel jedoch ganz schnell einsammeln. Danach können wir die Balken zusammennageln. Oder vielleicht machst du das? Ich glaube nicht, dass ich mich so weit auf die Brücke hinaustraue. Reite bis zum Moorlandstall und sammle alle Nägel ein, die du finden kannst. Ein Ruff, viel Erfolg. Gott, ey, was für ein unfähiger Mensch, oder? Ich meine, gut für uns. Wir kriegen hier. Ach, das. Hier ist es. Bretter kann man hier kaufen. 200! Ja klar, Billy Bulldozer. Sieht aus wie Krösus oder was? Ich habe drei. Oh, gucken Sie mal. Ich habe drei, vier jetzt schon. Und wenn ich die Hose verkaufe, noch ein bisschen mehr. Obwohl ich möchte die Hose ja zurzeit nicht verkaufen. Das ist ja quasi mein Jorvik-Konto. Hab ich das eigentlich schon erklärt, was das bedeutet? Das Jorvik-Konto ist, werde Sachen sammeln, die ich in Quests bekomme. Für irgendwann mal, wenn ich irgendwann welche Events sind, wenn es jetzt zu Halloween irgendwas gibt oder so, wo ich unbedingt, vielleicht ein Outfit kaufen will oder so, habe aber gerade nicht mehr als 10.000, also man kann ja nicht mehr als 10.000 ansparen. Achso, wir müssen gar nicht bis zum Moorland nach unten, sondern nur. Gut. Auf jeden Fall, hast du ja dann die Möglichkeit, direkt instant diese anderen Sachen zu verkaufen, hast also quasi sowas wie ein Konto angelegt. Das kann man natürlich mit Klamotten machen, das kann man auch mit Reitsachen machen, die, bei denen man weiß, die würde man nie auf sein Pferd packen. Und das finde ich ganz nice. So hast du wirklich dann, ja, Geld auf der Tasche. Ja, so hast du halt wirklich dann wie so ein kleines Konto. Nicht direkt mit den Schillingen, aber halt mit dem Wert. Hast du die Nägel gefunden, Amber? Hast du? Toll! Warum siehst du so unglücklich aus? Fast alle waren gebogen. Oh. Was machen wir denn da? Ach, Amber, wir brauchen unbedingt neue Nägel, um die Brücke zu reparieren. Mit krummen Nägeln können wir da nicht. Kommen wir da nicht weit. Du kennst dich hier aus, oder? Kennst du nicht jemanden in Moorland, der uns mit Nägeln helfen könnte? Der Schmied? Kann er wirklich Nägel schmieden? Er kann alles Mögliche schmieden, sagst du? Okay, wir haben wohl keine andere Wahl. Selbstgeschmiedete Nägel sind sicher genauso gut wie industriell hergestellte. Ich verlasse mich auf dich und hoffe, dass alles gut geht. Das wird sicher gut gehen. Wir laufen zum Schmied unseres Vertrauens. Sei gegrüßt, Amber. Nägel? Du willst ganz normale Nägel haben? Das ist etwas unter meiner Würde. Ach, joi. Die besten Nägel, die die Welt je gesehen hat. Na gut, ich nehme die Herausforderung an, Amber. Ich werde Nägel für dich schmieden, damit du die Brücke in die Erntefeldprovinz reparieren kannst. Die besten Nägel der Welt werden das. Es ist mir eine Ehre, die Verbindung nach Jarlaheim und dem Jorvik-Stall wiederherzustellen. Hör mir nun gut zu, Amber. Das hier werden wahrscheinlich die besten Nägel der Welt. Damit wirst du alle möglichen
Dort wirst du alles Mögliche zusammennageln können, das verspreche ich dir. Um dieses Handwerk kreieren zu können, brauche ich jedoch Material. Reite zur Damaskusmine und besorge mir Eisenerz. Komm zu mir zurück, wenn du genug für mich hast. Das mache ich doch gerne. Fällt gerade auf, dass der Boden immer noch schwarz ist, obwohl zwischendurch ein paar Bugfixes kamen. Aber auch das mit dem Foto ist ja immer noch nicht gefixt, meine Freunde. Das ist ganz schlimm. Ich finde das ganz, ganz grausig. Klar kannst du auch Screenshots machen, wenn du neben dem Pferd stehst oder wie auch immer, aber es ist nicht das Gleiche. Genauso einen Eisenerz brauche ich für die Nägel. Sei gegrüßt, Amber. Deine Nägel sind fast fertig. Um die Nägel vollenden zu können, brauche ich jedoch noch die wichtigste Zutat: Asche aus dem Gano-Vulkan. Geh zu meinem Haus, Amber. Dort steht eine Kiste. Diese Kiste enthält die kraftvolle Asche des Gano-Vulkans. Dieser Stoff wird deine Nägel von Bauern zu Königin werden lassen. Hol mir bitte diese Kiste, Amber, und trage sie mit Vorsicht. Es war sehr schwer, diese Asche zu bekommen. Wo? Da. Gut gemacht. Lass uns jetzt die Nägel begutachten. Die Ganok-Asche ist jetzt hinzugefügt, aber damit sie ihre Kraft wirklich entfalten kann, muss mein Feuer heißer sein als je zuvor. Nur wenn es mit der Kraft der Sonne brennt, vereint sich die Asche und das Eisen und bilden eine starke Allianz. Wenn das Feuer so brennen soll wie die Sonne, dann brauchen wir Brennmaterial, Emra. Hinter meinem Haus findest du die besten Baumstämme Morlands. Hol sie und lege sie ins Feuer. Wenn das Feuer heiß ist wie die Sonne, dann sind die Nägel für ihren letzten Schmiedetag bereit. Danach werde ich dir dieses kleine Meisterwerk überlassen. Perfekt, der letzte. Sieh dir diese Nägel an, Ember. Bitte nimm sie und setz sie mit Bedacht und Weisheit ein. In den falschen Händen können diese Nägel gefährlicher sein als das schärfste Messer. Benutze sie für die Reparatur der Brücke und du wirst sehen, wie sie mit jedem Nagel stärker und stärker wird. Wenn du noch mehr brauchst, komm zurück, dann helfe ich dir. Wenn du es eilig hast, kannst du natürlich schlechte Nägel bei diesem Billy Bulldozer kaufen. Du findest ihn in der Nähe der Baustelle. Pass gut auf dich auf, Ember. Jetzt bin ich mal gespannt, die werden ja auch so teuer sein wahrscheinlich, ne? Wie, die Bretter. Wenn das jetzt wirklich so eine tägliche Aufgabe immer wieder ist, dann werde ich das natürlich auch im Off machen. Und dann werdet ihr erfahren, wenn diese wunderbare Brücke fertig ist natürlich. Okay, ihr Lieben, ich habe jetzt gerade noch einen Auftrag bekommen von Donald, das habe ich gelesen, aber wir werden hier einen Cut machen, denn ich bekomme Hunger. Es ist schon relativ spät, ich muss nämlich morgen auch wieder früh aufstehen und ich muss noch was essen und dann auch schon rechtzeitig schlafen. Ich bedanke mich aber wie immer fürs Zugucken, ihr Lieben. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da und ja, vom Bauer zum Brückenbauer ist auch ein krasser Schritt. Wir haben auf jeden Fall viel vor in unserer Karriere und lasst mir gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Jetzt wollen wir dir doch die Rücke. Die Rücke. Ja. Die gute Nachricht ist, dass ich alle Menschen. Ich muss absteigen. Ja, meine Stute Prostitu. Junge, das wäre fast schief gegangen. Ich wollte sagen, meine Stute protestiert auch. Oh, ich brauche. Noch eine wichtigste. Noch ein. Benutzt sie für die Reparatur der Gruppe.